Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 4. So, wir haben in der letzten Folge, wir haben es gerade noch gesehen, die Farmers freigeschaltet. Und da würde ich doch einfach mal sagen, statt der Schrotflinte, nehmen wir einfach mal die Farmers rein. Zack, und dann können wir die auch mal ausprobieren. Mal sehen, wie gut die ist. So, Lampe lassen wir einfach mal an, die gute. Der Pack soll ja hier schon fertig sein. Lampe, du kannst deinen Lampenzubehör ein- und ausschalten. Ja, weiß ich. Hier T. Alles klar. Ah, Kinderspiel weiß ich nicht einmal unbedingt, aber naja, sehen wir dann gleich, würde ich einfach mal sagen. So, rennen wir mal los. Und, verstanden. Okay. Ja, mir geht's soweit ganz gut, prima alles. So Leute, auf geht's. Genau, Irish geht auch mal vor. Ich möchte ja nicht immer der Erste sein, der auf den Sack bekommt. Ist alles frei hier? 41. Stock. Bereit? Yep, alles bereit. Los, los. Hier ist unser Stockwerk. Okay. Alles sicher. Soweit zumindest. Ich hoffe nur, wir sterben hier nicht. Na, hallo? Ah, weiter geht's. Moment, so. Ach du Scheiße. Unsere VIPs? 38. Oh nein. Das ist unser Zimmer. Ach, okay. Scheiße. Meine Fresse. Da drin lebt keiner mehr. Ihr seid spät dran. Es dauert halt, sich durch einen Suchtrupp zu schießen, der das Gebäude durchkämmt. Warum habe ich wohl den Raum gewechselt, wenn du rumlaufen kannst? Wofür brauchst du uns dann, Kovic? Über den Gang kommt man leichter als über die Straße. Rein hier. Okay, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 4. Komm schon, Wecker. Wo ist der Wagen? Wagen? Wie können ich auf die Straße? Überall ist das Militär. Oh, das ist ja großartig. Wer sind die VIPs? Sehr wichtige Leute. Eine wichtige Frau und ihr Mann. Wir holen sie an einem Stück raus. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ich bin Hannah. Das ist mein Mann. Danke fürs Kommen. Entschuldigung, Sir. Verzeihung, Ma'am. Verstehen Sie mich? Geht es Ihnen gut? Können Sie gehen? Mein Mann ist verletzt. Er braucht Ruhe. Negativ. Keine Zeit zum Ausruhen. Ich habe Helis auf dem Dach gesehen. Wir müssen jetzt los. Dann gehen wir rauf. Was? Ob's dir gefällt oder nicht, ich flieg das Ding. Das ist der Plan. Oder hast du einen anderen Vorschlag, Sergeant? Ach, klauen wir jetzt Helis. Sind Sie fertig? Mein Mann muss versorgt werden. All diese Gewalt. Wo führt das hin, Sergeant? Das ist nicht, was ich... Danke fürs Kommen, Sergeant. Ich bin sehr dankbar für die Hilfe. Los geht's, jetzt! Kommt, kommt! Los! Los, los! Ist ja gut, wir beeilen uns. Köpfe runter, zusammenbleiben! Vorwärts, Wrecker! Okay, wir müssen jetzt also hier diese VIPs beschützen. Wir laufen mal ein bisschen weiter vor. So, wir haben immer noch die Farmers in der Hand. Und ich hoffe, dass wir jetzt die VIPs schützen können. Okay. Na komm, beeilt euch ein wenig. So, okay. Auf ihr geht's. Sichert den Weg. Sir, Ma'am, Sie warten hier. Alles klar, wir gehen okay. Rauf. Sergeant Wrecker. Wunderbar. Den Heli sichern. Natürlich, ich bin noch dabei. Als Embargo so gut geklappt hat, wir verschwinden so, wie die VIPs verschwinden. So, ich gehe mal vor, Leute. Und öffne euch die Tür. So, Moment. Mal ein bisschen gucken, was habe ich noch dabei? Farmers und UMP. Wunderbar, dann bleiben wir mal bei der Farmers. Aber ich lass mal die Taschenlampe aus. Zumindest fürs Erste. Sollten wir entdeckt werden, kann ich sie natürlich wieder einschalten. Und wir können uns mal eben hier an der Waffenkiste ein wenig bedienen. Ich wüsste gern, wie man hier, ne, so Dingens macht. So ein, weiß ich schon. Ach, hier, so eine Visiere und so. Wie macht... Wüsste ich gern, wie das geht. Also ich weiß nicht, ob man das irgendwie so nach der Mission oder so machen kann. Also hier geht's scheinbar nicht. Finde ich schon sehr schade, aber nun gut. Soll's erstmal so sein. Ja gut, dann brauchen wir ja doch nichts hier.
So, mit dem taktischen Visier müssen wir einmal hier, nicht zu weit raus. Einmal alles markieren, was hier so ist. Na, ich schaue nochmal auf der Seite nach. Oh oh, ich hoffe, sie haben uns nicht gemerkt. Alter, sichere den Hubschrauber. Okay. Wie machen wir es am besten? Ich hole nochmal hier ein bisschen was raus. Da hinten haben wir jemanden. Ich weiß genau, wie wir es machen werden. Pass auf, wir nehmen die UMP und wechseln sie mal aus gegen die... Wo ist sie? Gegen die SVD oder gegen die MK11? Ich glaube, ich nehme mal die. Die hat den cooleren Sound, finde ich. So. Und dann beginnen wir mal... Moment, so. Da ist sie. Beginnen wir mal damit, dass wir die alten Kerle hier abschießen. Schön mit dem Snipergewehr. Zack, Headshot. Natürlich habe ich gut geschossen. Na, wo ist er? Na los, na los. Sorry, dass ich gerade wieder ein bisschen stiller bin. Oh mein Gott. Wir dürfen uns auf keinen Fall hier erwischen. Oh, ich wechsle mal Farmers. Alter Vater, ey. Die geht ja richtig ab. Na los. Hallo? Ich habe übrigens nochmal ein bisschen die Steuerung bei mir umgestellt. Boah, Alter, der wollte uns aber hier richtig an die Wäsche. Ach du Scheiße. Da war doch einer, oder? Da rennt noch einer rum. So, zack, den messern wir auch. Komm schon. Na los, gib nach. Na endlich. So, den haben wir auch erledigt. Hier muss noch irgendwo einer sein. Hier wird noch hart geschossen von unserem Kollegen. Wer war denn das? Der Irish. Der Ire. So, die haben wir auch locker weggeräumt. Da unten haben wir noch irgendwo einen. Natürlich sichere ich ihn. So. Alter, dieser unfreundliche Sack da vorne, ne? Dieser Kovic. Nein! Alter, wir verwenden jetzt Granaten. Wir dürfen uns auf keinen Fall hier von denen getötet werden. Oh, wir haben noch mehr Granaten, wir haben noch mehr. Dann werfen wir auch viele. So, wir müssen einfach die Granaten werfen, dann geben die schon irgendwann nach. Los, wo ist es? Hier, da wollte ich hin. Oh mein Gott. Oh scheiße, ich werde hier die ganze Zeit getroffen. Was soll ich tun? Oh, Hilfe. So, jetzt müssen wir ihn aber mal erwischen. Wo ist er? Alter, die schießen uns einfach die Deckung weg. Ja, wir sorgen mal für ein bisschen Ablenkung. So, und in dem Rauch können wir mal eben durchlaufen. Und hier hochgehen. Ja. Alter, mit so vielen Gegnern habe ich gar nicht gerechnet. So, den haben wir schnell erledigt. Und komm, der nächste. Und den müssen wir auch messern, sonst sterben wir. Verdammt. Nein, sie haben uns erwischt. Verdammte Scheiße. Ich war, glaube ich, ein bisschen zu unkonzentriert. Wir probieren es gleich nochmal, Leute. Wir probieren es gleich nochmal. Ich hoffe, sie erwischen uns diesmal nicht. So, den Teil kennen wir ja schon. Bam, wird er leider erledigt. Okay. So, und jetzt müssen wir sofort zusehen, dass wir hier die alten Kerle erledigen. Und dafür verwende ich gleich mal ein paar mehr Granaten. Und hier unten können wir auch nochmal ein paar mit Granaten werfen. Ah, die Granaten, das läuft, glaube ich, am besten von allen Möglichkeiten, die wir hier so haben. Und da hinten der Kerl ist auch irgendwie nicht mehr da. Mal gucken, wie weit wir die Granaten kriegen. Die Granaten meine ich natürlich. So. Na komm, ein bisschen Spamming mit Granaten kann auch mal sein. Mein Gott, stellt euch nicht so an. So schlimm findet ihr das doch gar nicht, oder? Na, ihr fallt doch schon um vor Freude. Na los, fall um. Hallo. So, jetzt hatte meine Aussage auch, quasi Daseinsberechtigung. Alter. So, Eule. Ey, du Scheiße. Granate.
Wir rennen nochmal hier nach unten. So, den haben wir mal locker weggeschossen. Diesmal gehen wir mal hier unten her. Um zu schauen, ob das eine bessere Idee ist. Da hinten war einer, glaube ich. Oh mein Gott, was für ein dummer Chinese. Eine Seltenheit. Einer von der seltenen Sorte. Oh, oh. Schieß ihn doch ab. Alter. Boah. Das ist gar nicht mal so leicht, Leute. Das ist gar nicht mal so leicht, das sage ich euch. Alter Vater.